Aber jetzt sind wir darauf vorbereitet. Oh Mann, ich finde das so gemein. Vor allem weiß ich immer nicht, ob ich beeinflussen kann, dass es schneller aufsteht hier. Ich versuche hinter die kleine Leiste zu kommen, weil die vielleicht noch Schutz bieten würde. Aber scheinbar nicht. Scheinbar schaffen wir das nicht. Kann ich nochmal von vorn anfangen, bitte? So einfach kriegst du uns nicht. Soll ich da mal drunter springen oder bin ich dann tot? Oder ist es ein Geheimgang? Wir werden es erst beim nächsten Mal rausfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir da unten entlang gehen, ein bisschen näher an ihn ran. Ein bisschen näher an ihm ran wieder rauskommen. Ah, das wollte ich sagen. Okay, Freiheitsstatuen, Kerl. Ich kann verstehen, dass du wütend bist. Ich wär's auch. Aber... What? What? Im Ernst? Wo ist er denn? Da hinten. Oh Mann, ey. Nirgends ist man sicher vor dem und da oben ist irgendwas. Man darf sich echt nicht lang im offenen Feld aufhalten. Da drüben ist ein Loch. Okay. Und ich glaube, uns ihm zu nähern, ist erst die halbe Miete. Na? Hätte schwören können, dass wir hier hochklettern. Das sieht so kletterbar aus, oder? Ah, da sieht es noch kletterbarer aus. Auch wenn ich kaum was sehen kann, aber ja, okay. Gott, ey. Der ist schon krass. Der ist schon ziemlich krass, finde ich. Ziemlich cool. Cruel. Im Graben bleiben oder versuchen rauszugehen? Es geht beides. Ich bleib mal hier drin. Nah an der Wand. Nee. Das führt zu nichts. Na gut. Puh, okay. Wir sind nah an ihm dran. Nein! Ah, ist das gemein! Oh, das ist echt gemein. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Muss ich ihn da irgendwie ablenken erst, oder? Da hier ist der Abstand schon sehr groß von den Dingern, von den beiden. Puh.
Habe ich ihn gerade echt zum Schießen gezwungen mit meinem Pfeil? Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Irgendwie ist er komisch hingefallen. Naja, macht nichts. Weiter. Wir kommen jetzt schon sehr nahe an die Freiheitsstatue. Oh Gott, wir sind zwischen seinen Beinen. Okay, irgendwo können wir klettern. Bestimmt. Vielleicht hinten an seinem Rock. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin raus. Wie komme ich denn hier an dem hoch? Spinne ich jetzt? Das kann ja gar nicht sein. Ich habe ihm Schaden gemacht. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren kann. Oh Gott, wie weit kann der denn noch? Wir sterben. Oh Gott. Jetzt drehen sie aber, jetzt kurbeln sie aber den Schwierigkeitsgrad ganz schön nach oben. Von 2 auf 9000. Wir müssen wieder von vorn anfangen. Keine Gnade. Keine Gnade für uns. So eine krasse Schussfrequenz. Oh nein, wir müssen ins Loch. Ist das das richtige Loch? Da war noch ein Loch. In welches Loch muss ich denn jetzt? Das war das falsche Loch. Steh endlich auf. Wir sind im falschen Loch. Du bist schuld. Ich muss mich zusammenreißen. An solchen Stellen, wenn ich was doppelt und dreifach machen muss, werde ich immer so... ja, jetzt komm, schnell, schnell. Kennen wir schon alles. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Nur wie wir dann, wenn wir unter ihm stehen, hochklettern können, verstehe ich echt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen hochklettern. Aber wie soll das gehen? Ich habe nirgend irgendwas gesehen, das uns erlauben würde, an ihm hochzuklettern. Aber wir müssen ziemlich sicher hochklettern, oder? Was ist, wenn wir nicht hochklettern müssen? Vielleicht müssen wir erst irgendwas mit ihm machen, ihn irgendwie manipulieren, wie so oft mit Gegnern. Aber
ihn manipulieren habe ich versucht. Das führt dazu, dass er uns in die Schlucht bombt. Ohne Ende. War keine gute Idee. So, jetzt kommt nochmal der schwerste Part, gefühlt, für mich. Da sind wir wieder. Ja, die beiden Zipfelchen von seinem Rock, die werden mir so präsent gezeigt und so. Die sehen auch aus wie Plattformen. Aber ich komme nicht an seine Zipfelchen ran. Das ist das Problem. Sonst wäre ja eh alles gut. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Nicht mal vom großen Zeh aus. Oh, okay. Das ist auch nicht schlecht. Nee, schafft er nicht. Dann weiß ich es halt wirklich nicht mehr. Ich versteh's nicht. Agro! Wo bist du nur, Pferd? Ich bräuchte dich zum Höherspringen. Ach nein, oder? Ach komm, vor lauter Nebel und Dunkelheit habe ich das überhaupt nicht gesehen, dass hier Linien sind. Das ist doch Betrug, ist doch das. Betrug? Kann ich mich jetzt in diesen Seitenrillen hier festhalten? Die da? Oder nicht? Ja, es geht, aber wow. Muss ich das machen? Ich hoffe es. Mist. Ah, come on. Okay, aber wenigstens können wir klettern. Spürt der uns? Wahrscheinlich noch nicht. Das ist ja alles noch Rüstung im Grunde oder so. Ich weiß ja auch, irgendwie sind die auch so ein bisschen Cyborgs, oder? Nein, nicht fallen! Oh Gott, ey, Alter! Was macht er denn? Was zur Hölle macht er denn? Oh, du sollst doch bitte hochklettern. Hallo. Jetzt ist er echt irgendwie kaputt gegangen. Spring doch. Oh Gott, manchmal werde ich wahnsinnig mit dem. Haha, ich sehe dir unter das Röckchen. Okay, ist das noch... Ist das normal? Ah, das sieht gut aus. Ich habe eine Schwachstelle gefunden.
Da sagst du nichts mehr. Okay. Und jetzt springen wir in seine Hand. Oh Gott. Müssen wir uns jetzt vor ihm verstecken? Oh oh, ich bin gar nicht hier. Okay, du siehst mich nicht. Oh oh. Was denn, hat uns schon wieder gesehen? Ach, come on, ich war doch so gut versteckt. Du machst mich wahnsinnig. Hilfe. Ich kann ja auch nicht klettern, ey. Der bewegt sich dauernd. Dieser Boss ist absolut verrückt. Der macht mich absolut wahnsinnig. Ich hasse es, wirklich. Ich weiß echt nicht, was wir tun sollen. Ja, jetzt stürzen wir ab und sterben. Absolut over the top. Das ist echt zu viel des Guten. Das kann nicht sein, ohne Scheiß. Boah, der macht mich fix und fertig. Ich hasse ihn jetzt schon. Warum ist er jetzt gestolpert? Ich weiß nicht, aber ich bin eh falsch gelaufen. Ist egal. Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, ist klar. Aber meiner Meinung nach darf ein letzter Boss eigentlich nicht schwer sein, finde ich. Ich finde, ein guter letzter Boss ist nicht schwer, sondern eine Belohnung. Eindrucksvoll. Er ist super eindrucksvoll, super cool, super awesome, aber eigentlich nicht schwer. Eigentlich hat man es schon geschafft, mehr oder weniger. Es kommt nochmal so jetzt der coole Shit, so ungefähr. Das ist, finde ich, ein guter letzter Boss. Und der will es wirklich wissen. Das ist kein Show-letzter Boss. Das ist ein Let's Go, letzter Boss. Oh yeah. Ah, okay. Also. In den Rücken pieksen. An die Hand springen. Vor seinen Blicken verstecken.